Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim von Sophie von La Roche. Es geht in diesem 1771 veröffentlichten Briefroman um die Leiden einer jungen Adligen, die einfach mal in Ruhe tugendhaft sein will, was zu keiner Zeit leicht ist. Die Hauptfiguren sind Sophie von Sternheim. Klug, schön, empathisch und teilt mit ihrer Autorin nicht nur den Vornamen, sondern auch die Leidenschaft für Pädagogik. Lord Seymour ist jung, englisch und ebenso wie Sophie sehr sittenstreng und tugendhaft, weshalb er sie, obwohl sie gut leiden kann, erstmal nicht heiratet, im Gegensatz zu seinem Cousin Lord Derby, der zwar auch jung und englisch ist, aber, sagen wir freundlich, Beziehungshopping betreibt. Lord Rich, Sie ahnen es schon, ist auch Engländer, aber so 45, also ein alter Mann, und der Nachbar von Lady Summers, einer netten, älteren Wohltäterin. Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim ist nicht nur der erste deutsche Roman, der von einer Frau geschrieben wurde, sondern er ist auch noch echt gut und lohnt sich heute noch zu lesen. Bei der Veröffentlichung war Christoph Martin Wieland, der Cousin der Autorin, ihr zu Hilfe, mit dem sie auch mal verlobt war. Trotz der vielen Engländer fängt der Roman in Deutschland an, und zwar mit einer ausführlichen Vorgeschichte und ihm hier. Oberst Sternheim war so eine Art Tugendkanone bei der Armee, sodass er geadelt worden ist. Nach seinem Abschied von der Armee hängt er bei seinem Freund Baron P. rum. Hey, hey Bro, hier, ich habe einen Nachbargut für dich, das ist ja super. Und außerdem hat er auch noch eine ganz, ganz tolle Schwester, die Sophie heißt. Und die so, ach, mir geht's schlecht, oh, mir geht's auch schlecht. Sag mal, was habt denn ihr? Ihr wollt doch was voneinander? Oh Gott, wenn das nur nicht die Schwester meines Freundes wäre. Und er so, wie bitte? Na, ich kann die doch nicht heiraten. Ihr seid von altem Adel und ich bin so ganz frisch geadelt. Das würde euch ja kontaminieren. Und der so, ich glaube, du spinnst, es wird geheiratet. Und die sind total glücklich, knutsch. Eine ist aber nicht glücklich und das ist die andere Schwester von P., die sagt, das ist eine Schande für die Familie, ich kriege jetzt bestimmt keinen richtigen Adligen mehr. Ist aber Quatsch, die kriegt hinterher noch einen Grafen. Und die sind erstmal total glücklich. Es macht richtig Spaß, sich fürs Wohl der Untertanen reinzuhängen und Gutes zu tun. Oh, wir haben meine Tochter, oh nein, meine Frau ist im Kindbett gestorben. Und dann stirbt auch noch sein Freund und er muss die kleine Sophie, die nach ihrer Mutter benannt ist, erstmal selber erziehen. Und bringt ihr die wichtigsten Dinge bei und sagt, hier, kleine Sophie, erste Adelspflicht ist Armenhilfe. Oder Charity, wie deine Oma gesagt hätte, denn die hieß Lady Watson und war Engländerin. Ich weiß, Papa, arg, oh nein, Papa ist tot. Und so ist Sophie schon mit 19 eine Waise. Und ihre Tante, die jetzt Gräfin Löbau ist, reißt sie sich unter den Nagel und sagt, hier, du wirst jetzt bei Hofe eingeführt. Aber nein, ich bin bei meinem Pflegevater, dem Pfarrer auf dem Land, super glücklich. Es hilft ihr nichts, sie muss sich in die Hofklamotte zwängen. Oh nee, immer diese Friseurtermine. Immerhin lernt sie eine nette junge Adlige kennen, das Fräulein von C. Hallo, wir wären bestimmt beste Freundinnen. Und da hängt auch noch der junge Lord Seymour rum. Boah, ist der schnuckelig. Hello, hello, I speak English. Ah, ich darf den dem Fräulein von C nicht wegnehmen. Und im Übrigen, ich lehne diesen ganzen Hofpomp ab. Hier wird Geld verschleudert und draußen harzt die Unterschicht. Sei nicht so eine linke Socke, Sophie. Ich will heim. Wo sind denn eigentlich meine Bücher? Buch böse. Hier, ich liefere ein paar alternative Fakten. Der Fürst ist da und will dich kennenlernen. It's party time. Dann kommt der Derby an und verliebt sich ebenfalls in Sophie, aber sein Onkel, der auch der Onkel von Seymour ist, sagt, Finger weg von der Sternheim. Ihre Tante, die Gräfin Löbau, will die instrumentalisieren und deswegen soll das Fräulein die neue Matratze-Mätresse des Fürsten werden. Und der so, was? Das macht die nie. Der Derby ist fasziniert. Die fehlt mir noch für meine Sammlung. Und Sophie merkt natürlich, dass der Seymour ihr jetzt kritisch gegenübersteht und sagt, boah, das ist so fies. Und alles Mögliche wird veranstaltet, damit der Fürst scharf auf sie gemacht wird und sie für die Laster des Hofes weichgeklopft wird. Oper, langweilig. Casino, ganz nett. Aber draußen harzen die Leute. Deswegen geht sie lieber mal draußen spazieren und sei es auch nur mit Lord Derby, weil der Seymour geht ja jetzt nicht mehr mit ihr spazieren. Und sie so, ah, ich bin gleich wieder da, denn sie hat von Weitem ein paar Arme gesehen und sagt, hallo, Sie sehen arm aus, brauchen Sie Hilfe? Ja, und schon hat die Privatsozialarbeiterin ein neues Projekt und engagiert sich für Familie T. Interessant ist, dass diese durchaus schuld daran sind, dass es ihnen dreckig geht, aber Sophie hilft ihnen zur Selbsthilfe, echt sehr modern. Das Einzige, was Derby dabei denkt, ist, super, so kriege ich die rum. Oh, ein Landfest wird veranstaltet. Ich bin doch so ein Landei. Und da müssen sich alle Adligen als Bauern verkleiden. Wir deuten das hier mal an. Und sie tanzt und hat Spaß. Freut sich, dann geht sie mal ganz kurz weg und kommt wieder und so, huhu, jetzt geht's mir besser. Und der Fürst kommt hinter ihr her und die so, aha, bingo, jetzt ist sie Mätresse. Und sie kriegt das nicht mit, hat auch den Fürsten gar nicht getroffen, sondern nur mal zwischendurch ein bisschen was für die Armen gespendet. Und der Seymour so, mit dir tanze ich nie wieder. Und die so, huch. Und der Fürst so, boah, ist sie cool. Das nutzt sie aus, um dieser armen Familie T zu helfen. Und Derby lässt sie ausspionieren. Und zufällig ist sie wenig später mal wieder bei dieser Familie. Und er tut so, als ob er zufällig vorbeikommt und Geld zum Fenster reinwirft. Und als ob er nicht wüsste, dass sie da ist. Oh, ist das
das schön, was Gutes zu tun. Dann lauert er ihr auf und tut einen Kniefall und sagt, ich liebe Sie, heiraten Sie mich. Und die so, wieso? Weil du so tugendhaft bist. Na, dann seien Sie auch mal tugendhaft und verschwinden Sie hier. Der nervt aber bei Weitem nicht so wie der Fürst. Du machst mich total wuschig. Dann sollte ich vielleicht lieber mal auf mein Gut abreisen. Auf keinen Fall. Dann findet ein Kostümball bei Hofe statt und alle wissen, dass der Fürst für ihr Kostüm, nämlich als spanische Musikantin, und ihren Schmuck bezahlt hat und sie singt für den Fürsten und er tanzt mit ihr. Dann wird er so richtig wild und die so, hey, lass das! Und irgendwann kann es der Simon nicht mehr sehen und geht zu ihr hin und sagt, du bist echt die letzte Heuchlerin, du, Mätresse. Und die so, was? Und reißt sich die Klunker vom Hals, wirft sie dem Fürsten vor die Füße und so, sag mal, wollt ihr mich verheizen oder was? Und wird krank. Und die so, sie haben mir was völlig Falsches von ihrer Nichte erzählt. Und die so, ich bin doch nicht schuld. Und jetzt wird der Darby richtig intrigant, denn er steckt ihr zu, wie mies alle von ihr denken, bis sie irgendwann weich wird und sagt, hier, helfen Sie mir, mein Onkel lässt mich nicht auf meine Güter zurückkehren, bringen Sie mich von hier weg, aber gerne, aber erst heiraten wir. Natürlich. Und ein Diener von ihm, der intrigante John, tut so, als wenn er ein Priester wäre und traut sie, ja, ich will. Daraufhin bringt Darby sie in ein Dorf, in ein Wirtshaus und will jetzt die Früchte seiner Intrige genießen. Und der so, hallo. Und die so, seufzt. Wieso seufzt denn du? Na, weil ich so unglücklich bin. Sag mal, was hältst du eigentlich von meinem Cousin Seymour? Der ist ganz toll. Was? Eifersucht, zieh dich sofort aus. Und die so, nein. Und er reißt ihr die Klamotten vom Leib und sie ist schockiert von diesem Bösewicht. Und er hatte sich das auch anders vorgestellt. Dann erhält er die Nachricht, dass sein Bruder gestorben ist. So, ich bin jetzt reich und lass dich sitzen. Und die Hochzeit war fake. Und die so, nein. Und fliegt von dort. Seymour ist aber in der Zwischenzeit auch überhaupt nicht glücklich und als er zufällig mal mit seinem Onkel in dem Dorf ist, in dem die Sternheim vorher war und da im Gasthaus einkehren will, sagt die Wirtin, Engländer seid ihr, verschwindet, ihr wollt ja noch nicht mal mehr in der EU sein. Was? Der letzte Lord, der hier war, hat eine super nette, wohltätige Charity Lady so verarscht. Was, Lord? Das muss der Darby gewesen sein mit der Sternheim. Oh nein, wir haben ihr so Unrecht getan. Aber es findet sich keine Spur mehr von ihr. Denn sie hat einen anderen Namen angenommen und arbeitet jetzt für eine reiche Adlige, indem sie eine wohltätige Fachschule für arme Mädchen aufgemacht hat. Und nebenbei mache ich noch Sozialarbeiterin bei einer anderen armen Familie, inklusive Rollenspielen zur Resozialisation. Macht sie wirklich, es ist faszinierend. Damit sie nicht einen Burnout bekommt, macht sie eine Kur in Spa in Belgien und lernt dort Lady Summers kennen. Hier, mir machen sie auch so eine wohltätige Fachschule für arme Mädchen auf. Ich packe sie ein und nehme sie mit nach Summerhall in England. Und dort lernt sie natürlich gleich den Nachbarn kennen. Hallo, ich bin Lord Rich, wohne nebenan und bin bescheiden, aber weise und reich natürlich. Bestelle meinen Garten selber. Cool, ich liebe dich. Och nee, nicht schon wieder der Nächste. Hallo, meine Nichte hat geheiratet und kommt mit ihrem neuen Mann zu Besuch. Und sie sieht die Handschrift dieses neuen Mannes und denkt sich, nein, es ist Darby. Der hat aber auch Wind davon bekommen, dass die Sternheim sich bei der Tante seiner Frau aufhält, lässt sie entführen, damit sie seine Machenschaften nicht aufdecken kann, und zwar in die hässlichste Ecke von Schottland. Na, die Schotten wollen wenigstens in der EU bleiben und ich kann Gälisch lernen, aber das Haferbrot macht echt Verdauungsschwierigkeiten. Und Sophie wird von einer Bauersfamilie gefangen gehalten, die sie aber auf ihre Seite zieht und schon Kontakt zur nächsten Lady hergestellt hat, um sich zu retten. Da kommt der böse John wieder und sagt, hier, der Darby ist krank und kann seine Lady sowieso nicht mehr leiden, nimmst du ihn jetzt? Never! Blöde Kuh! Und er wirft sie in ein Verlies, wo sie 24 Stunden bleibt und total krank wird. Und die sagen dem Lord Darby so, die ist tot und begraben. Interessanterweise handelt es sich bei Lord Rich um einen Halbbruder von Lord Seymour. Und beide sind liebeskrank, wissen aber nicht, dass sie beide die Sternheim lieben. Da erhalten sie eine Nachricht von Lord Darby, der sagt, hier, ich bin krank, es tut mir alles leid. Die Sternheim ist tot und in Schottland. Bestattet sie bitte richtig. Du Arsch! Aber die Halbbrüder machen sich sofort auf nach Schottland und erfahren dort von der Bauersfamilie, die lebt noch. Was? Und sie ist mittlerweile schon bei der nächsten Adligen. Die hat echt ein Händchen dafür, Kontakte zu knüpfen. Und der so, Sternchen, oh Seymour. Und der so, ja, nimm du sie nur. Ich kann mehr Schmerzen aushalten als du. Und so wird's gemacht. Sophie wird Lady Seymour, heiratet also Ian Seymour, bringt zwei Söhne zur Welt. Richie wohnt auf dem gleichen Grundstück und adoptiert gleich mal den zweiten als seinen Erben. Und sie werden glücklich. Und so siegt die Wohltätigkeit über den Egoismus, zum Beispiel von der Tante oder von dem Lord Darby. Aber trotzdem bleibt ein vordemokratisches und völlig ungerechtes System bestehen. Sophie ist toll, keine Frage, aber noch so viel Charity kann die ungleiche Verteilung von Reichtum, durch den die Armen keine Chance haben, nicht ändern. Das gilt auch heute noch und ist ein Hauptgrund für Populismus und Radikalisierung. Und das, liebe Gemeinde, war die Geschichte des Fräuleins von Sternheim von Sophie von La Roche. Vielen Dank.
Ja.